In Designtheorie haben wir uns mit dem Systemdenken beschäftigt, um besser verstehen zu können, wie lange es eigentlich dauert, so ein Produkt herzustellen. Ziel unseres Kurses war, die Designtheorie zu der Praxis bringen. Verstehen, was Design überhaupt ist, also was dahinter steckt. Was steckt eigentlich hinter dem Design? Es ist nicht nur einfach irgendwas zeichnen, entwerfen und dann rausbringen und verkaufen, sondern es gibt noch viel mehr, was dahinter steckt. Den Begriff der Praxis mit dem der Theorie zu verknüpfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen, verschiedene Systeme auch, die uns tagtäglich umgeben, zu hinterfragen. Design zu betrachten und wie alle möglichen Dinge miteinander zu tun haben. Zu Beginn haben wir uns mit dem Dessauer Frühstück beschäftigt und uns Produkte rausgesucht, mit denen wir uns gerne näher beschäftigen wollen. Dazu haben wir eine Gigamap erstellt, wir haben Interviews mit Experten geführt, wir haben eine SIP-Analyse gemacht und zu Ende eine kleine Präsentation, was wir alles herausgefunden haben. Ich denke, jeder von uns hat dann in der Zwischenzeit mitbekommen, wie komplex doch die ganze Geschichte hinter so einem Produkt ist und wie komplex somit auch Design ist. Wir haben viel Gruppenarbeit gemacht, was sehr geholfen hat, auch kommunikationsmäßig. Da sind wir, glaube ich, alle offener geworden. Wir haben dann verschiedene Modelle halt gesehen, was gibt es alles, was kann man da, wie kann man an die verschiedenen Sachen rangehen. Wir haben uns im Unterricht mit verschiedenen Texten und Modellen beschäftigt, haben gelernt, wie man Interviews führt, haben ein Dessauer Frühstück auseinandergenommen und daran auch systemisches Denken gelernt. Die Präsentation, die wirklich sehr interessant und unterschiedlich war. Das Ergebnis ist, dass wir alle sehr viel komplexer denken, wenn wir das Wort Design hören. Dass wir irgendwie alle darin gewachsen sind, Projekte durchzuführen und zu visualisieren und wie wichtig es ist, dass man wirklich kommuniziert und Feedback gibt. Ich habe nochmal ein anderes Bild auf Design und sicherlich auch auf die Welt bekommen. Dieser Kurs hat das Auge ziemlich geschult und uns gelernt, auch einfach mal mit einem anderen Blickwinkel die Dinge zu betrachten und hinter all das zu gucken, was man wirklich sieht. Dass wir uns alle besser kennengelernt haben, jeder sich selber, aber natürlich jeder auch den anderen in der Gruppe, wie man auch besser auf Menschen zugehen kann, wie das miteinander funktionieren kann, was Design eigentlich bedeutet und was es alles sein kann. Und außerdem haben wir gelernt, wie man moderiert, wie man eine Gruppe anleitet, wie man Feedback vergibt und vor allem auch annimmt. Ich habe mich immer über den Designtheorie-Vorlesungen gefreut und habe ich auch viel mitgenommen und viel gelernt. Und deswegen empfehle ich immer, Designtheorie zu besuchen.